Willkommen zu Cello. Heute wollen wir uns die Funktionen auf der sogenannten Kurs- oder Angebotsebene anschauen. Nachdem wir auf dem Dashboard waren, können wir hier auf dieser Ebene, auf Ebene eines einzelnen Angebots, verschiedene Funktionen betrachten, die uns zum Beispiel beim Lehr-Lern-Fortschritt begleiten. In der Regel finden sich in der oberen Leiste verschiedene Funktionen, mit denen vereinzelte weitere Aufgaben oder Interaktionselemente vorhanden sind. Wir werden hier nicht alle einzelnen Funktionen erläutern, denn in den einzelnen Angeboten und Kursen werden sich diese erheblich unterscheiden. In der Regel sind sie anhand eines Icons spezifisch erkennbar und dadurch auch bei Responsive Design Varianten, zum Beispiel bei der Nutzung mobiler Endgeräte, leichter zu sehen. Auf dieser zentralen Startseite eines Angebots finden sich immer in der Link-Navigation die Kontakte, die Personen, die zuständig sind und ansprechbar sind für das einzelne Angebot, generelle Informationen. So lässt sich hier zum Beispiel auch ein Favorit erstellen. In der rechten Navigation finden sich relevante Termine, in der rechts die aktuellen Termine angezeigt werden und über alle auch vergangene Termine adressierbar sind. Die Ankündigungen stellen das zentrale Vermittlungselement dar und können in der Regel mit Kommentaren versehen werden und beinhalten Informationen zum Verlauf des Ganzen. Alle diese Elemente sind adressierbar und können zum Beispiel wie bei den Studiematerialien angeklickt werden und beinhalten verschiedene Elemente. Von dieser Ebene sind genau wie auf dem Dashboard auch die Hauptnavigationselemente in der oberen Navigation anwählbar.